Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Starlight Drive-In gesäubert für eine Minuteman-Mission und okay, wir sind dann über die Bedford Station gestolpert, wo wir eigentlich hierhin wollten. Und ja, wir müssen ja auf dem Weg noch eine Mission bekommen, dass wir Ghule da entfernen sollen, in dem Ort, den ich gerade gezeigt habe. Wer könnte da noch besser geeignet sein als Strong, ne? Deswegen haben wir ihn mitgenommen. Ja. Ja. Wer das lesen kann, bitteschön, aber ich gucke mir jetzt nicht jeden einzelne Plotline hier in diesem Spiel an. Da würde sehr lange dauern. Kyrogranate. Unbedingt mehr MG. Von irgendeinem Munitionstyp habe ich irgendwie so über 1000 Sachen. Ist doch schon ein bisschen übertrieben. Ja, wo ist Strong schon wieder? Dauert schon wieder eiskalt ab. Wo ist das legendäre Viech? Ja, legendäre Ghoul, die wir letztens fertig gemacht haben. Oh, Entschuldigung. Okay, kann man keine Basis machen. Macht Sinn. Okay, hup hup. Strong, hup hup, was? Hop hop. Irgendwie sowas. Wir gehen weiter. Ja, cool. Ah, ich glaube, jetzt haben wir ja alles. Ne? Ist ja abgeschlossen. Kein Magazin oder ich überhaupt richtig oder Wackelpuppe. Wir müssen da lang. Und irgendwie tut mein Controller immer so kurz vibrieren auf der linken Seite. Weiß nicht wieso, ich weiß es nicht. Schon wieder. Weil ich den Pip-Boy wegstecke? Warum merke ich denn das jetzt erst? Mal guck mal, das Luftschiff da hinten. Au! Sehr gut, ne? Da haben wir schon wieder einen Ort auf dem Weg. Die ganze Seite hier haben wir ja gar nicht erkundet. Guck mal, hier ist also so viel und da unten links ist auch noch so viel. Wir haben ja noch gar nichts hier erkundet. Schon wieder am Vibrieren. Die Mülldeponie ist noch nicht abgeschlossen, aber da tue ich mir jetzt nicht an. Wir sind da lang, so auf dem Weg. Und da ist ein Flughafen, nehme ich an. Ja, was haben wir denn da? Das sieht doch sehr belebt aus und dann sehe ich einen Friedhof. Dann ess was. Ja, ess die Karottenblumen. Wildwood Friedhof. Jetzt hier jetzt also ein Grab untersuchen. Irgendwas vergraben ist aber so, aber wissen wir das? Hui. Was ist das denn? Erinnert mich sehr an Skyrim. Wie kannst du das eigentlich fragen? Für Gewinner. Also wir schauen uns hier nur um, ne? War sogar am Schleichen. Okay, er schleicht nicht, aber trotzdem. Ja, so ein Skyrim-Feeling irgendwie, so Schreien und so.
Den ganzen Daedra-Schrein erinnert mich das. Boah, ich vermisse es echt. Skyrim zu zocken. Auf irgendwann kommt der nächste Teil. Skyrim hat auch ohne Ende Bock gemacht. Ja, ich weiß noch, wie ich in Fallout 3 die ganzen Rasenmäher untersucht habe, weil man von denen so Klingen bekommen konnte für eine Shish-Kebab. Eine Waffe, die man herstellen konnte. Oh, lass mal pennen. In so eine Friedhofsstadt einfach. Das war sehr beruhigend, ne? Ja. Nachdem der Krieg hier war, haben wahrscheinlich alle direkt hier die Gräber geplündert. Deswegen nur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie was Wichtiges zu plündern gibt. Zum Glück ist es nicht Nacht. Zum Glück ist es echt nicht Nacht. Jetzt würde ich hier gar nicht reingehen. Aber wir sind doch schon hier fertig, anscheinend. Bis auf den einen Raider ist hier echt nichts. Ist schon wieder verdächtig. Ich hab mich halt hier nur ein Raider rumläuft. Sind wir seitdem noch nicht abgeschlossen. Na gut, dann gehen wir. Muss mal hin da, ne? Einfach da hin. Ist nur hinter mir, oder Strong? Einen Berg runterlaufen. So, blech. Blech. Das ist wieder ein Lager, nehme ich an, ne? Ein bisschen tief geflogen, Kumpel. Ich möchte mich jetzt nicht schon wieder so sehr ablenken. Ich doch schon die Mission hier machen. Was ist das denn für ein schöner See? Oh, das sieht aus wie ein Miss Eindy. Und Strong ist. Hoffen, wir finden bald Milch der Menschenliebe. Hör auf, von Milch zu reden. Das ist ein bisschen ekelhaft. So, gehen wir mal so rum. Okay, wir haben das doch. Ach, wir haben den Teich erkundet, okay. Ich dachte, ein Teil. Immer mehr Orte, ich weiß. Also auch nicht mal die abgeschlossen. Wenn man alle Gegner da erledigt hat, glaube ich nicht, ne? An manchen Orten ist ja kein Gegner. Da, das sieht schon richtig groß aus da. Aber ich liebe es, die ganzen neuen Orte hier zu suchen. Auch wieder so ein. Ja, da ist eine Farm. Stimmt. Ach. So mit Kindern reden. Kindergrippe. Siedler. Okay. Boah, Kinder habe ich schon wieder direkt so Augen gerollt, ey. Bis jetzt sind die Kinder ja noch in Ordnung in dem Spiel.
Was noch mit Reich? Und Golett sein Kloche. Neu. Gehen wir da ran. Wir sind doch 100%ig Gegner. Muss er ja Ghule irgendwie beseitigen. Die sind ja. Gib mir die Kamera. Okay. Alter Menschenschrott. Schlimmster Menschenschrott von allen. Lass mich strong. Ich bin halt ein Messi. Was ist das hier? Man weiß ja nie, wofür man eine Schreibmaschine mal braucht, ne? So, ich hoffe nur, weil die jetzt Probleme mit Ghule haben, schrecken die jetzt nicht direkt auf, wenn ich hier mit einem Supermutant rumlaufe. Haben wir überhaupt schon gute Ghule getroffen? Ich meine, so eine Gruppierung von Ghulen? Nee, ne? Jetzt immer nur wilde Ghule. Ah, strong. Schöne Stadt mit ganz vielen Häusern. Ist schon wieder alles so verlockend. Hi. Ja. Hi. Na? Bügeleisen hatten wir auch, glaube ich, noch nicht. Ah, ist verschlossen, sehr gut. Und da war strong und dann war er weg. Da ist strong. So, I've heard you need helps. Where are two? Hi, na? Es geht. Das Geschäft läuft gut. Hey, Lucas. Ich biete Rüstung zum. Ich mal weiß, wie jemand heißt, ne? Klar, ich schau mal, was du hast. Ich schau mal mit dem Gerät. Nicht an der Rüstung sparen. Also der Typ? Champion, linker Arm. Stärke und Ausdauer. Ich habe doch letztens erst Neues gekauft, ehrlich. 15, guck dir mal an. Mantis Armschutz. Linke Beinschiene. Guck ich mal den Preis an. Ja. Aber sowas, was Champion oder irgendwie sowas hat, ist glaube ich wieder was vollkommen anderes, ne? Nehme ich an. Also was hier? Ja, mal kann ich mir nicht leisten. Gib mir das mal, das weiß ich nicht. Stärke und Ausdauer, ja. Gib mir das einfach mal. Immer wenn ich in Geld schwimme, habe ich das Gefühl. Champion. Weil es alles so, was so Namen hat und nicht in so Klammern irgendwie so was. Habe ich so das Gefühl, das ist doch noch eine ganze Ecke seltener. Ja, nehmen wir das. Naja. Okay. So, dann komm du eben. Die Farm ist nichts Besonderes, aber also, etwas. Ist noch ein Typ. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Klar. Sag mir einfach, was los ist. Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet. Und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Die mach ich kalt. Wenn noch mehr da draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Wer, mich oder die Ghule? Das natürlich dich. Oh, das sieht hier echt aus wie ein Sanctuary. Die Häuser.
Strong. So. Dann zeig mal. Hier. Okay, Ghule. Ich stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor. Ghule sind auch nicht so stark wie, weiß ich nicht, Raider, die die ganze Zeit Molotovs werfen oder Supermutanten, die schwer bewaffnet sind. Ach, das ist irgendwo drinnen, ne? Verdammt, ich dachte, uns einfach nur welche kalt machen im Gebiet. Ah. Ja, ich habe jetzt ein Champion-Klamotte an, die mir 5 Punkte mehr geben. What? Okay. Chill, Mann, chill. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich hier noch an Perks nehmen soll. Ich will erstmal meine Sachen, die ich jetzt habe, so gut wie... Okay, ich habe wieder Notfallsignal bekommen, da muss ich erstmal wieder das Radio einschalten. Nix. Oh, okay. Das ist 10%. 12%. Da. Super, einer. So strong. Was? Sag doch, Molotov werfende Raider. Wir die Zukunft sein. Wieder ich gewinnen. Wir werden wahrscheinlich nichts Besonderes haben. Oh, okay, gehen wir da lang. Scheint das Signal stärker zu werden. Nein. Ja, vielleicht, da ist so eine Mast, ja. Okay, macht Sinn, ne? Oh Gott, ein Red Skorpion. Oh, natürlich. Jemand da sein? Warum greife ich den überhaupt an, wenn ich eigentlich irre? Ich dir das Hirn zermatschen. Also. Was? Sowas nehme ich nicht mit, Strong. Dann geht man jetzt hier, komm. Boah, noch einer. Alter, wie viel die aushalten? Alter, wie viel Strong aushalten? Oh Gott, ich bin tot. Was? Au! Och man, echt? Hier schon wieder ausseite. Ich kann mich gar nicht auf die Nacht konzentrieren. Also, ich mache erstmal fertig. So, du bist schon mal weg. Wo ist er denn bitte? Mein Gott, muss jetzt ausgerechnet jetzt so ein Sturm kommen.
Alter, bei der Kampf des Jahrhunderts. Nein, 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 echt. Also Kacke, dass ich. Was so? Aber eine Power und am Liegen. Okay, lass mal den Red Skorpion in Ruhe. Ja, gehen wir mal weg. Ich höre die Nachricht überhaupt nicht. So, da in dem Haus habe ich das ja bekommen. Boah, du Vollidiot, ne? Ja, so blöd, dass du direkt auf mich losgehst, ne? Mysteriöse Unbekannte kann mal ruhig auftauchen. Ja, geil. Ich mach eine Staffel irgendwie kaputt. Das ist das Teil richtig gut. Ja, diesmal kriegen wir den. Mit gemeinsamen Kräften hier. Aber wer? Oh ne, wer? 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 Nein, 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 nein. Hör auf! Oh. Aha. Wir nehmen. Komplett verformt. Das hier ebenfalls. Was ist hier passiert? Hey, wieder über eine neue Quest übrigens gestolpert, wie man sieht. Ich habe ja nicht schon genug. Schlachtfeld Holoband. Ich will nur den Minuteman hier helfen. Auf der Straße in einem Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Ich habe wieder das Radio-Ding hier. Brauchte ich gar nicht aktivieren, ehrlich gesagt. Wir müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Warum? Verdammt! Astrin, Selbstzerstörung aktivieren. Ferris, zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung!
Da muss ich da nicht sowieso hin. Ah, hier ist eine Truhe. Machen wir natürlich auf. Ja. Wie jetzt? So. Sollte die guten Trainingszene der Nationalgarde. Okay. Nicht so oder so jetzt hin. Okay. Wir haben jetzt Red Skorpion erledigt. Wir werden das hier auch noch schaffen. Das Schiff bleibt halt jetzt einfach immer da. Ich dachte, da wird irgendwie was. Oh nee. Was zum. Was? Nicht gesehen, ja, ne? Einer. Oh, was? Yeah! Lass nicht mich hauen. Gar nicht kaputt, Teil. Wir haben anders Ding. Aua, vergiftet mich andauernd. Alter, wie wenig Schaden, ne? Den einfach weg. Niemand besiegen Strong. What? Eins ist da, eins ist da. Ja, Geschütze. Ernsthaft die. Weißt du, das ist ein Geschütz, hat nicht die Gule angreift, ehrlich. Das halte ich doch ein bisschen für sehr unwahrscheinlich. Er hat geschützt, nicht die Gule angreift. Okay, darum ich habe wahrscheinlich um. Schon wieder? Sein guter Platz zum Kämpfen. Ein Bruder töten viele Gegner von hier. Ja. Okay. Ich habe gesehen, da oben war irgendwas. Aber da hätte ich ihn umstellen können, ne? Puff! Unnötig epischer Tod für dieses Geschütz. Aber hier ist nix. Hey! Wie, oh. Wird er im Schlaf getötet. Eine Splittermine natürlich. Aber ich würde sagen, ich beende Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Wohl, hallo. Danke allerherzlich fürs Zuschauen. Und sage...
Tschüss, bis zur nächsten Folge.